Jo meine Freunde, was geht? Mal wieder ab. Willkommen zur neuen Folge hier in Black Myth Wukong. Freut mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Letzte Folge haben wir den Anfang vom Spiel gesehen. Wirklich absolut geil gemacht, wo Wukong Himmel angegriffen hat und er aber leider besiegt worden ist von der höheren Macht von oben. Und jetzt müssen wir mit dem anderen Affen, ich will jetzt ihn nicht Wukong nennen, weil das ist eigentlich streng genommen nicht Wukong. Wir müssen jetzt seine Relikte einsammeln von Wukong und ihn wiederbeleben in seinem Geburtsort, und das ist jetzt eben so die Story. Wir müssen jetzt weiterziehen mit diesem namenlosen Affen, haben auch neue Fähigkeiten beigebracht bekommen, das Lähmen, genau. Und ja, dann würde ich sagen, ziehen wir weiter in dieser schönen Welt von Black Myth Wukong. Gerne supporten, Leute, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren. Und dann würde ich sagen, ist das eine Ratte? Oder ist das eine große Ratte, du? Bleib doch hier. Geht's hier weiter, oder? Weil ich glaube, dort geht's weiter, ne? Wir gehen hier mal runter. Ich hoffe, dort geht's nicht weiter. Geh mal runter, Affenloser. Affenloser, Namenloser, würde ich sagen. Was für Affenloser? Namenloser, würde ich sagen. Skandal der Körperlichkeit. Wichtige Gegenstände. Okay, ich glaube, wir können jetzt mit dieser Dame nichts machen. Mit dieser riesigen Ratte. Dann würde ich sagen, ziehen wir weiter. In dieser schönen Welt. Also ich muss sagen, grafisch, ja, muss ich sagen, für mich wow. Also in meinem Monitor sieht es sehr wow aus. Aber muss man selber gespielt haben, auf jeden Fall. Selbstbestimmung und Geistfunken. Selbstbestimmung öffnen, um Xanlin zu erwecken. Steige Stufen auf, um mehr Geistfunken zu erhalten und sie auszugeben. Denke mal selbsterklärend eben der Skilltree von Black Myth Wukong. Würde ich mal sagen, schauen wir uns mal ganz kurz an, oder? Weidenholzstab. Ein solcher Stab mag hart genug für eine Tracht Prügel sein, vielleicht sogar schwer genug, einen Guai niederzuschlagen, aber glaubt nicht, dass er mit einem einzigen Schlag töten kann. Ah, okay. Okay. Yao Guai ist halt eben auf Chinesisch, heißt eben einfach nur übersetzt Monster. Yao Guai, genau. Tiger für Lendenschutz. Haben wir irgendwas Vorbestellermäßiges hier? Wir haben, glaube ich, was bekommen oder so, ne? In diesem... Rastplatzkopf, nee. Nee. Ah, das war das, glaube ich. Eine alte Gurde. Ah, die ist sogar ein bisschen besser. Wir können ein bisschen mehr Leben dann bekommen. Machen wir das mehr. Scharlachrote Gurde des Wegbereiters. Let's go. Dann würde ich sagen, Skillchen mal anschauen hier. Was kann denn der andere, ich nenne mal auch den anderen Wukong, denn so machen. Fähigkeiten. Statt die Verehrung der Götter zu ersuchen, ist es besser, einen eigenen Weg zu gehen. Statt heilige Schriften zu rezitieren, ist es besser, nützliche Fähigkeiten zu beherrschen. Okay. Stabhalzung. Erlerne neue Haltungen, vertiefe deine Kenntnisse und konzentriere dich besser. Das ist ein bisschen wie bei Tsushima, wo man andere Haltungen von den Schwärzern lernen kann, die ja dann auch besser sind für gewisse Gegnertypen. Fundamente. Ach du Kacke. Ausdauer. Jede Talentstufe verringert die Ausdauerkosten für Sprinten moderat. Affen. Blablabla. Bla, bla. Affenflinkheit. Jede Talentstufe verringert die Ausdauerkosten fürs Ausweichen. Oh, das mache ich mal. Ich weiche sehr gerne aus, aber ich denke, ein bisschen eher das mal reinpacken hier, ne? Jede Talentstufe erhöht die Angriffsreichweite. Okay. Erhöht Leben. Mach mal erhöht Leben. Also ich würde erstmal primär auf Ausdauer gehen und auf Leben. Hoffe, das ist jetzt kein... Fehler oder so. Schlaghaltung, Säulenhaltung, Stoßhaltung, also 20 Milan Haltung gefühlt hier. Wie krank ist das? Aber ich denke, das ist erst eine Sache für später. Mystik. Okay. Alles klar. Dann hier die Stabhaltungen. Was ist denn die Säulenhaltung, bitte? Heißt, du stehst dann auf dem Stab oder wie? Ah, Tatsache. Geil. Was ist die Stoßhaltung? Ah, okay. Alles klar. Tagebuch. Kann der schreiben, oder wie, der liebe andere Sun Wukong? Nire Yao Guai, wie ich das schon gesagt habe, Yao Guai ist halt chinesisch und heißt eben Monster, ja. All diese Gegnertypen hier, Wolfssoldat, Wolfsstreiter, Wolfsspeer. Gibt auch einige Yao Guais, die sich tarnen können als Menschen. Und da kann der Sun Wukong mit seinem Feuerblick, den er erlernt hat in der oberen Welt im Himmel, eben diese Tarnung, ja, wie soll ich sagen, durchschauen. Und Wukong hat aber so viele Fähigkeiten, die man einfach jetzt nicht aufzählen kann. Der hat Unsterblichkeiten, der hat den Sanjingu Bang, er hat sein Fell mit dem Doppelklo. Und also der hat sehr, sehr viele Fähigkeiten, der Affe. Deswegen ist er auch so fucking stark. Aber ich frage mich jetzt, wann wir uns denn verwandeln können. Wer bist du denn? Hallo? Was geht? Mein Lieber.
Die Frage ist jetzt aber auch, wie schwer wird dieses Spiel sein? Also, ich habe auch schon im ersten Part angesprochen, ich bin nicht so der... Ist das eine Kröte? Oh, der springt jetzt sogar weg, die scheiß Kröte, ey. Habe davor schon mal gesagt, ich bin nicht so der größte Souls... Wukong, hör auf zu schlagen! Sonst kriegen wir Schaden durch diesen scheiß Frosch hier. Und ja, ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht so schwer, wo ich jetzt ein bisschen verzweifeln sollte. So, nehmen wir den kleinen Süßer, was geht's? So, geben wir ihn. Bam, Junge! Sehr nice. Auch kampftechnisch, kampfsystemmäßig, sehr, sehr funny. Nicht allzu schwer, sehr simpel gehalten. Mehr brauche ich nicht. Was haben wir denn hier? Irgendwelche Blüten einfach, ja, damit greift der Ginseng. Sehr, sehr gesund. Kann man auch in Tees, Suppen, Gerichten reinmachen. Hab Ginseng, glaube ich, selber nie probiert. Aber, ja, gut für den Körper, ne? Na, was geht's? Mein kleiner süßer Wolf. So, die Frage ist aber auch, wann kommt der erste Boss? Ich habe schon gehört, es gibt hier sehr viele Bosse. In vielen kleinen Sequenzen in dem Spiel. Ja, das kann auch wahrscheinlich aufschlagen. Yeah. Oh yeah. Aber ich frage mich auch im Trailer, im ersten Trailer oder im ersten Gameplay hat man ja gesehen, dass man den wahren Wukong auch gesehen hat. Weil der Fake Wukong wollte halt eben einen Boss töten, erlegen. Und dann kam der wahre Wukong, hat dann eben, ne, ihn aufgehalten. Und da frage ich mich eben so, wie wird die Story sein? Also ich bin da schon echt gespannt drauf, ne? Meditieren. Boah. Wunderschön, wirklich. Einfach nur wundervoll. Geisterfunke freigeschaltet. Okay, dann ziehen wir weiter mal. Hallo, ist hier jemand? In dieser wundervollen Höhle. Fragen über Fragen. Ich glaube, das sind so Speicherplätze, weil ich das Spiel neu gestartet habe. Sind wir hier dann gespawnt. Also es ist halt sozusagen ein bisschen wie Dark Souls angehaucht, dieses Speichersystem, sag ich mal. Ja, oder auch wie bei Star Wars Jedi Fallen Order, bei diesen Star Wars Games. Ja, deswegen immer merken. Ein Kontrollzauber, bla bla bla. Okay, können wir hier irgendwas aber Geisterfunken neu entzünden? Ah, wir können es wieder zurückziehen, oder wie? Okay, interessant, aber brauchen wir nicht machen. Brauchen wir nicht machen. Dann würde ich sagen, verbessern wir dann eben noch einfach das Rennen. Oder halt weniger Ausdauerverbrauch. Machen wir mal rein. Und dann verlassen wir mal. Rasten brauchen wir auch nicht. Aber wir können mal rasten, damit eben die Leiste unten links aufgefüllt wird. Also unser Getränk, sage ich mal. Unser Elixier. Verwandlung, oder wie? Nice. Aber ich will auch selber verwandeln können, ne? Ich finde das voll räudig, wie er aussieht, ne? Mit seinen kleinen Dingen, die da rausgucken aus seinem Kopf. Okay, jetzt sind wir so einfach ein Insekt. Und wie das aussieht, Alter. Dann machen wir mal das, was der alte Sack sagt. Ah, okay. Hält dich ewig an. Okay. Okay. Die Frage ist, ob hier drin noch ein bisschen Wein ist. Und der andere sagt dann, nee, halt dein Maul und konzentrier dich weiter auf unsere Mission.
Also die Yaoguais, die Monster, die haben auch ein bisschen Charakter, ein bisschen Seele in sich. Das gefällt mir. Ich mag es immer, wenn die Gegner auch ein bisschen Leben haben. Wisst ihr, wie auch bei den Batman Arkham-Spielen, wo sie immer geredet haben miteinander. Auch wie der jetzt einfach gähnt. Also NPCs oder Gegner, die müssen einfach ein bisschen Leben haben. Ach du Kacke, wer ist das denn? Ich merke gerade, wir haben nicht mehr so viel Magie, sag ich mal, unten links, diese gelbe Leiste. Heißt, wir sollten mal hier schnell erkunden. Oder was soll er erkunden? Einfach hier wegfliegen? Alter Sack, oder was geht hier? Können wir es auch einsammeln? Ne, können wir nicht, leider, mit der jetzigen Form. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt hier zurückverwandeln. Dann machen wir es mal. Aber das ist so ein großer Gegner. Aber könnten wir safe besiegen, oder? Der ist, glaube ich, easy. So, mein kleiner Süßer. Was geht's? Nehmen. Bam. Oh, das ist ein Boss anscheinend. Das ist ein Boss, Leute. Mini-Boss oder sowas in der Art. Wow, 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 wow. Ey, 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 ey. Was wird denn das hier? Was wird denn das hier? Ich würde erst mal sagen, ein bisschen Ausdauer auffüllen. Alter, what the fuck? Yo, ey, was? Das war nicht abgesprochen. Der wird ja immer schlimmer. Hä? Wukong? Was wird denn das hier? Digga, der ist... Digga! Digga, habe ich davon noch irgendwie gesagt, der ist... Den können wir safe besiegen? Ich dachte am Anfang... Es kann doch nicht sein, dass er so stark ist. Ich wurde gerade richtig geklappt. Also der hat da irgendwie so Angriffe benutzt. Die habe ich ja gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Ja gut. Ja gut. Was soll ich dir sagen? Können wir uns wieder verwandeln oder müssen wir jetzt hier einfach durch? Alter Sack, kannst du wieder herkommen oder... muss ich jetzt hier... ja, Sachen kaufen sogar, Leute. Das ist voll geil gemacht. Aber können wir auch irgendwie neue Waffen kaufen oder so? Medikament gegen Böses. Erhöht nach Verwendung für längere Zeit die Schadensreduktion beträchtlich. Okay, haben wir aber genug Kohle? Haben wir eigentlich sogar. Ich würde aber sagen, wir müssen erstmal nichts kaufen. Also, Digga, der hat mich ja übelst genommen gerade. Das ist ja geisteskrank. Das ist ja krank, ey. So. Die Kleinen können wir leicht besiegen. Ohne Probleme. Das ist klar. Aber dieser Kratos-Typ, Junge, der macht mir ein bisschen Kopfschmerzen irgendwie. Also ich glaube, da wird safe ein paar Stellen geben, wo ich mir safe die Haare raufreißen werde. Also es ein bisschen schwieriger wird, sage ich mal. Ey! Weniger Hund. Dummer Wolf. Lass es sein. So, da ist der Idiot. Müssen wir den besiegen oder können wir einfach später zurückkehren? Ich probiere das nochmal. Wenn er zu stark ist, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht, Leute. So, bam. Oh, jetzt müssen wir eigentlich hier ausweichen. Digga. Der sieht nicht so stark aus, aber... der hat da irgendwelche Fähigkeiten drauf. Digga, erstmal aufladen, die Ausdauer. Tränk mal ein bisschen. Verbraucht eh nur so viel, wie wir Leben verloren haben. Digga, spiel ich Ausdauer? Ausweichsimulator oder was ist hier los? Oh, jetzt geht das... Ah, diese Fähigkeit ist eklig. Das ist eine eklige Fähigkeit. Trink mal ein bisschen, Wukong. Trink mal ein bisschen, genau. So, wir leben ihn mal. So. 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 Sehr gut. Jetzt würde ich erstmal weggehen. Oh, nein, das ist wieder das hier. Müssen wir hier springen oder einfach wegrennen? Oh, jetzt geht das wieder los. Jetzt macht er nochmal so eine Scheiße. Ey, Mann, die Fähigkeit ist räudig. Okay, wenn wir die Fähigkeit ausweichen, könnt ihr jetzt einfach verstecken unter einem Baum? Bei dieser Attacke? Trink mal ein bisschen, Wukong. Boah, wir haben nicht mehr so viel, Alexi, Leute. Das ist geisteskrank. Der ist crazy. Oh, jetzt können wir ihn nehmen. Jetzt können wir ihn sehr gut nehmen. Oh, wir sind guckt. Scheiße. Okay. Ich weiß. Jetzt weiß ich, wo das Spiel hingeht. Das ist nicht so leicht.
Oder wir können ihn auch einfach meiden. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt besiegen müssen, weil der sieht nicht so aus, als würde man jetzt ihn besiegen müssen oder dass er irgendwie einen Weg versperrt. Also ich glaube, da gibt es schon ein paar Wege zum, ja, zum Ausweichen, sage ich mal, so, dass man ihn nicht unbedingt besiegen muss. So, mein kleiner süßer Kauz. So, nimm ihn jetzt mal. So, bam. Genau. Oh, sehr wichtig, sehr wichtig. Das ist ein geiler Anfang. Das ist ein sehr starker Anfang mit einem sehr... Ey, oh. Verpiss dich mal, Junge. Das ist ein Kampf zwischen uns beiden. Geh mal weg, Alter. Was willst du denn hier? Wir machen ihn erstmal weg hier. Den Idioten. Kannst du mal wegklatschen, Thanos, Alter? Mach mal ihn weg mit der Thanos, bitte. Der nervt mich gerade echt. Wir können doch anvisieren. Anvisieren ist auch recht wichtig. Oh mein Gott, ich bin hier ausgewichen. Sehr gut. Verpiss dich mal. Warte, warte. Ich muss das Ausweichen erstmal. Ich meine, das Visieren erstmal wegmachen. So. Machen erstmal. Oh nein. Scheiße, ich habe reingeschissen. Lähmen. Ich frage mich gerade, ob man auch Lähmen benutzen kann, wenn er eine Fähigkeit benutzt, eine Attacke. Wenn es von mir rausholen. So. Jetzt erstmal kurz ausweichen wegen dem. Oh, jetzt geht das wieder los. Oh mein Gott! Das ist crazy, Junge. Seine Attacken sind ja übelst krank. So. Aber ihn will ich schon besiegen, dieser Folge, ne? Ihn will ich schon gerne besiegen. Was schaust du blöd, Thanos, hä? Willst du meine Eier lecken, oder was? Oh je. Ich glaub, ich will seine Eier lecken, Alter. So, ausgewichen, sehr gut. So. So. Bam. Gib ihm. Sehr wichtig. Nochmal. Jetzt weg. Jetzt weg, sagte ich. So, komm, jetzt weg. Genau so. Lähmen. Oh, yes. Sehr gut. So, schwerer Angriff. Oh, yes. Bin ich zu gierig? Ich bin zu gierig, Leute. Ich muss heute weggehen. So. Oh mein Gott, das Ausweichen war geil, glaube ich. Das ist auch perfekt. Hallo, es reicht! Trinken. Wir hätten angreifen sollen eigentlich. Hier müssen wir weg, hier müssen wir sehr schnell weg. Wir können jetzt eigentlich ihn trinken noch ein bisschen. Lähmen. Komm, noch ein bisschen. Oh mein Gott. Nein! Nein! Scheiße, ich bin zu gierig! Ich werde zu gierig, Leute. Jetzt müssen wir ganz schnell weg erstmal. Okay. Haben wir Fern... Oh, so Fernfähigkeiten werden auch geil, ne? Nein! Oh, scheiße! Das war aber ein echt guter Versuch, Leute. Das war ein echt sehr, sehr guter Versuch gegen diesen Vollidioten, Alter. Hier müssen wir ausweichen und wir wurden instant genommen. Verdammter Mist. Oh nein. Oh, Leute, ich verkacke jetzt voll rein gerade. Manchmal guckt. Ich warte die Timings leider viel zu lange ab, Leute. Viel zu lange. Weich doch aus, Affe. Oh Mann! Die haben doch gesagt, das ist kein richtiges Souls-Game, aber ich bin einfach zu lost. Was? Ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, du. Aber der war eigentlich machbar. Ich hab ihn... Ach, das ist noch so ein kleiner Unterschied. Ganz kleiner Unterschied. Vielleicht noch eine bessere Waffe, ein paar bessere Rüstungen und dann kann man ihn eigentlich leicht besiegen, Leute. Ich glaube, wir sind vielleicht noch ein bisschen zu schwach. Oder ich bin einfach zu schwach als Gamer, Leute. Das wär's, Alter. Ey, wer bist du denn? Ich würde sagen, wir können hier noch ein bisschen das Gebiet hier.
Anstatt den erstmal so anzugreifen. Da ist zum Beispiel eine Truhe. Oh, hallo. Also den sollten wir doch besiegen können, oder? 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 Soll es ja machbar sein. Der ist nicht schwer. Der ist nicht schwer. Also wenn ich den nicht besiegen kann, dann weiß ich auch nicht. So, genau. Genau so. Bam, Junge, weg mit dir. Das Ausweichen macht richtig Bock. So, gib mir eine geile Waffe oder so. Irgendwas, um mich, damit ich diesen fetten Idioten besiegen kann. Was haben wir denn hier? Medikamente gegen Böses? Winziges Goldstück. Was konnten wir davor auch kaufen, ne? Dieses Medikamente gegen Böses? Erhöht nach Verwendung für längere Zeit die Schadensreduktion. Also mehr Verteidigung? Oder wie? Ich glaube, das ist dann mehr Verteidigung. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht gegen diesen Thanos-Typen. Oder? Ja. Ist nicht schlecht eigentlich. Also sollten wir mal in Erwägung ziehen. Was ist denn dieses andere Ding, was ich noch habe? Erhöht nach Verwendung für längere Zeit den Schaden. Ah, okay, okay, okay. Sollten wir eigentlich auch mal benutzen, vielleicht. Gegen diesen Thanos-Idioten. So, sammeln wir mal die ganzen Blüten hier ein. Let's go. Ja, der Lotus. Sehr schön. Es gibt so viele Gegner, ne? Ist es ein Rabe? Warum ist der Rabe krasser als der Wolf? Oder ist es ein Rabe? Das ist ein Rabe, Leute. Warum ist das so crazy, der Rabe? Wie geil sieht der denn aus? Ich krieg Schaden. Ich krieg Schaden. Nicht geil. Rabe besiegt mich oder was? Kann doch nicht sein. Ich krieg hier irgendwie Schaden von irgendwas. Aber der macht mir keinen Schaden, oder? Oder macht der mir Schaden? Irgendwas macht mir gerade richtig komisch Schaden. Also, komisch. Können wir hier durchgehen? Ne, wäre ganz geil, aber geht nicht. Schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Schauen wir mal weiter hier. Noch mehr Gegner, noch mehr Knechte. So, kein Problem. Kein Problem. Bam, Junge, in deinen Kopf, Alter. Auf deinem Kopf, Junge. Deutsche Schwede, Schwedisch Sprache. So. Stabwirbel ausführen. Ah. Oh. Digga, hat ein bisschen was von Star Wars so, ne? Aber nur in cooler irgendwie. Muss ich ehrlich sagen. Also halt in Spiel, meine ich. So, dann Bogenschütztyp. Komm mal her, du. Kein Problem. Tschüss. Kein Problem. Kein Problem. Ist das eine Ratte oder auch ein Wolf? Noch ein neuer Gegner. Also die gibt es echt viele Variationen, ne, von Monstern. Richtig, richtig geil. Sehr, sehr geil. Aber was noch geiler wäre, ist diesen Boss zu besiegen. Oder aber weiterziehen erstmal, Leute. Ich glaube, man kann ihn hier schon besiegen. Ich habe es auch schon fast geschafft. Aber ich würde gerne auch in dieser Folge ein bisschen mehr erkunden hier und nicht aber nur den Boss besiegen oder bekämpfen. Ja. Aber hier kann man echt viel erkunden. Das finde ich voll geil bei sowas. Okay, ich würde sagen, den meinen wir erstmal. Diesen hässlichen Idioten. Willkommen zurück, Bro. Ja, also mein Versprechen, dass ich besiege oder ne? Das bleibt noch. Das wird noch bleiben, du. Aber das soll sich immer ein bisschen verschieben, du. Okay. Ziehen wir weiter. Also das obere ist, glaube ich, mehr Angriff und das rechte ist dann Medikament gegen Böses, heißt dann Verteidigung. Wer bist du denn? Ah, es ist der aus dem Gameplay-Trailer, oder was? Guangzi. Ich mag deinen Feuerstab, Bruder. Dann let's go, du. Hoffe, der ist nicht so schwer, der Idiot, hä? So. Okay. Leben erstmal. Erstmal ein bisschen schlagen hier, schlagen dort. So, bam, sehr gut. Au! Löscht Feuer. Ah, okay. Verstehe. Mehr ausweichen dann. Wir trinken. Ich wollte gerade einen Schluck trinken, aber der Hundesohn greift mich an. Trinken. Oh, ich glaube, der greift. Ja. Oh mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein, Mann, gegen den Idioten. So, bam.
Digga. Digga. Es langt. Ich wollte gerade trinken. Lass mich 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 trinken. Was macht der denn jetzt hier? Nehmen. Der ist aber nicht schwer. Ich bin ein bisschen guckt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich bin guckt. Wortwörtlich guckt. Seht den. Wukong. Ah, scheiße. Oh, oh. Noch gut gesprungen hier, Alter. Let's go hier. Yao Guai, Oberhaupt, Guanzi ist besiegt. Also die Bosse sind gleich. Warum ist der so schwer, dieser Kratos-Knecht? Oh. Ah. Ah, ich glaube, können wir ihn verwandeln, glaube ich, ne? In dieses Monster, in Guanzi, oder? Nimm mir die Waffe, Alter. Rote Flut, Zauber. Der wilde Wirbel gewinnt an Macht. Jeder Stoß die Flammen entfacht. Der Auserkorene verwandelt sich in einen Wolf Squire und belegt den Gegner bei jedem Angriff mit dem Brandfluch. Oh, das ist richtig geil mit diesem Verwandeln, ne? Das macht das Spiel auch wirklich so geil. Verwandlung. Waffen und Wertgegenstände, die Yao Guai etwas bedeuteten, tragen auf bleibende Besessenheit ihrer verstorbenen Besitzer in sich. Sie zusammen gewährt die Fähigkeit, in Kämpfen kurzzeitig in ihrer Form anzunehmen. Ihre Verwandlung verfügt über ihre eigenen Stärken, also lohnt es sich durchaus, mit ihnen zu experimentieren. Verwandlungen verbrauchen durchgehend Macht und die Anzeige muss voll sein, um sie auszulösen. Verwendest du Zauber während einer Verwandlung, verbrauchst du Macht. Und sobald dieser vollständig aufgebraucht ist, verwandelst du dich automatisch zurück. Ausschließend erholt sich die Macht sukzessiv wieder. Geil, 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 Mann. Ich würde aber gerne speichern, wenn es geht, und Glocke läuten. Oh, ich will jetzt eigentlich nicht so gerne läuten, weil ich habe jetzt Angst, hier irgendwelche Gegner herzuholen. Bin ich ehrlich. Ist hier vielleicht noch irgendwas zum Speichern oder so? Glaube nicht. Dann läuten wir mal die Glocke. Hoffe, ich bereue es nicht. Soll ich das bereuen? Wir haben kein Leben mehr, also nichts mehr zum Auffüllen, du. Okay. Alles klar. Boah, glaubt ihr, können wir zurück und den Typen da besiegen? Oder soll ich das mal weiterziehen, Leute? Was meint ihr? Oder müssen doch zurück, weil hier ist echt kein Weg mehr eigentlich, oder? Hier ist noch ein Tor, aber hier können wir auch nicht weiter. Hier ist noch so ein Kopf nur. Können wir hier irgendwie rein? Hier ist so eine schöne Blume. Mehr aber auch nicht. Wo könnte noch was sein? Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir müssen einfach die Verwandlung annehmen, ne? Von diesem Guanzi, von diesem Yao Guai. Und dann können wir eigentlich dann wahrscheinlich diesen Knechten besiegen. Aber ich würde mich aber gern noch heilen, wenn es geht. Oder wo lang geht es denn jetzt? Ich weiß nicht, wo lang es jetzt gegen soll, Leute, ne? Bin ich ehrlich. Müssen wir hier vielleicht weiter, Leute? Ich gehe mal kurz einen großen Bogen um ihn. Ah, das ist eine Höhle, glaube ich. Ah, müssen aber dort weiter. Oh, hallo. Können wir aber rein, oder? Tatsache. Hier geht's, glaube ich, weiter. Okay. Ich würde hier nochmal speichern, wie gesagt. Mich voll heilen und dann zurückkehren. Das wäre eigentlich so mein Plan. Aber ich will auch, wie gesagt, hier viel zeigen in dem Spiel. Nicht nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und sieht das hier geil aus. Oh mein Gott, die chinesischen Berge hier einfach. Sieht einfach so toll aus, ne? Aber ich glaube, hier geht's ganz böse lange weiter. Kann man hier speichern oder so? Bitte. Irgendwo will ich gerne speichern. Dann nochmal zurückkehren. In den Knechten besiegen. Ich würde sagen, wir machen mal Rote Flut. Bam, Junge. Alter. Alter. Das ist schon echt geil mit dem Verwandeln, ne? Wirklich. Das ist schon echt fucking geil. Ne? Bam, Junge. Was ist? Kreis und... Ah. Ah. Alter. Kreis und Dreieck macht dann eben so eine Attacke. Wukong? Oh, okay.
ging noch kürzer als gedacht, du. Hey! Hör mal auf, du. Was machst du denn, Alter? Da ist noch einer. Nice. Sehr, sehr nice. Hier geht's... Guanyin-Tempel, hier geht's böse weiter irgendwie. Hier geht es ganz, ganz böse weiter. Ich will einfach nur speichern. Bitte, ich will einfach nur speichern. Ich will, wie gesagt, noch den blauköpfigen Idioten da besiegen. Ah, das ist dieser Boss. Haben wir auch in dem Gameplay-Trailer gesehen beim ersten Mal. Hier kann man speichern, sehr gut. Ich würde nochmal den blauen Typen probieren. Wenn das nicht geht, Leute, dann sind wir wahrscheinlich zu schwach und nicht mal zu schlecht. Rüstung herstellen. Eine bessere Rüstung wäre schon geil. Verteidigung. Mehr Verteidigung? Machen wir. Machen wir. Machen wir. Benutzen. Haben wir schon ausgerüstet? Angelegt. Perfekt. Perfekt. Laden. Irgendwas kaufen. Rüstung. Waffen. Dass ich irgendwas one-shotten kann. Irgendwas. Verkaufen wir erstmal das hier. Alles verkaufen, bitte, wenn es geht. Das ganze Zeug hier. Oh, wir haben aber sehr viel Kohle dann, wenn wir das verkaufen. Vielleicht dann. Entfernt bei Verwendung sofort den Zustand verbrannt. Ah, okay, okay. Entfernt bei Verwendung, bla 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 bla. Vergiftet, okay. Wollen wir mal ein paar Stück kaufen? Wir kaufen mal nochmal eins hier. So, jetzt mal zurückkehren oder... Wir sind aber schon hier, ne? Also ich hoffe, wir können dann noch zurückkehren. Also, der muss besiegt werden. Also, den lasse ich den Sieg nicht, ne? Ich würde sagen, gehen jetzt mal rein. Zu dem Luangzi, zu dem Wolf. Zum weißen Wolf. Der sah auch in dem Game-Trailer so geil aus. Ich hoffe, das ist jetzt hier. Ist, glaube ich, hier, ne? Geil. Sieht der gut aus, oder? Okay. Dann mal sehen, was... Der kann nicht lange an, du Leben. Wir machen keine Faxen hier. Schlagen ihn ein bisschen. Oh, ich habe jetzt ein bisschen eingeschissen. So. Erstmal deine Angriffsmuster kennenlernen, Alter. Eieiei. Wir machen mal erstmal die Wandlung. Alter, ist das... Au, oh, ey. Nicht cool. Nicht cool, Alter. So. Den kannst du auch verbrennen, glaube ich, ne? Mit der Fähigkeit. So. Bam, Junge. Boah, Alter, das ist so geil. Ah, und wenn wir Schaden nehmen, dann kriegen wir auch keinen Schaden für Wukong. Also, wenn der Schaden für die Wandlung ist, dann kriegt Wukong selber keinen Schaden. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist gut zu wissen. Auch für diesen Kratos. Was sag ich? Ein Thanos-Typ, meine ich. Der Glatzkopf davor. Eieiei. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal das hier. Haben wir es jetzt gerade genommen? Diese Pille da? Oder... Hoffentlich. Wir trinken mal. So. Leben. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Die sind so einfach, aber der blaue nicht. Ich verstehe das nicht. Ist der irgendwie so ein... Irgendwie so ein Meme oder so? Warum ist der so schwer und die sind so einfach? Verstehe ich nicht. So. Sehr gut, Wukong. So. Oh, ja, ja, jetzt einfach nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, bitte aber schlecht. Trink. Ich halte mein Maul einfach. Einfach Maul halten. Am besten für uns alle, glaube ich. So, nimm ihn. Sehr gut. Yao Guai, König. Ling Su Zi. Aber ich glaube, den könntest du nicht verwandeln, oder? Das wäre crazy, wenn es gehen könnte. Nee, geht nicht. Wäre auch krass, wenn es gehen würde, ne? Oh, ein paar Frame-Drops, merke ich. Vier Geisterfunken. Boah, das Spiel bockt übelst, Leute. Dieses Spiel bockt übelst. So, himmlische Jade-Lotus-Pastille. Eine wundersame Pastille, die der Gott der Langlebigkeit im südlichsten Teil des Landes erdacht hat. Und die maximale... Oh, mehr Leben. Nice. Also mit den neuen Fähigkeiten können wir, glaube ich, diesen Thanos-Typen dann safe besiegen. Was meint ihr? Ich würde dann sagen, nochmal speichern. Und dann probieren wir es doch einmal gegen diesen Idioten. Und dann
ist dann erstmal Ende aus Mickey Mouse. So, ah, jetzt weint er. Noch ein bisschen. Na, ah, okay, okay. Wir chillen ein bisschen, wir chillen ein bisschen. Ich habe zu früh verwandelt, glaube ich. Ich habe zu früh verwandelt. Oh. Geil. Geil. Sehr, sehr geil. Dieser Flammenschaden. Oh, okay, das war jetzt gerade was so viel des Guten. Denk mal. Nicht so gierig sein. Oh, ich bin doch so ein bisschen zu gierig, du. Schau mal, schau mal. Schau mal, du. Oh nein, der macht das hier. Der macht das hier, 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 der macht das hier. Der macht das hier. Nicht geil. Tränk, Wukong. Oh, wer jetzt ein bisschen blöd, doch sterben sollte, ne? Also wäre jetzt nicht so geil. Der ist aber echt. Boah, der ist unnormal stark. Ich weiß nicht, warum er so stark ist. Also, ich hoffe, die Belohnung für diesen Idioten ist gut. Muss gut sein. Ey, ich sterbe doch, Leute. Ich bin zu gierig gewesen. Ich bin zu gierig gewesen. Ich bin zu gierig gewesen. Warten, warten. Was? Oh mein Gott. Das wird so los, ne? Oh mein Gott. Ey, ich hatte so wenig Leben gehabt. Ich hatte so wenig Leben gehabt. Heilige Scheiße. Warum ist dieser Hund so stark? Warum bist du so stark, Bro? Warum? Ich verstehe das nicht. Egal. Ist mir egal. Was kriegen wir? Ich will jetzt irgendeine krasse Waffe haben. One-Shot-Waffe oder so. Oder spiel einfach durch. Gasse können ohne Führung. Was? Blut des Eisenstiers. Materialien. Was habe ich jetzt bekommen, Bro? Was ist das? Was? Ich habe jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, was ich gerade bekommen habe. Du, habe ich jetzt irgendwas Krasses bekommen oder? Oh. Aber das Ding ist halt, ich würde gerne halt Wukongs Gesicht noch weiter sehen, ne? Und nicht so einen komischen Drachenmasken-Ding haben. Können wir eigentlich auch das wie bei Star Wars oder halt bei anderen Spielen einfach das verdecken, dass man das nicht sieht, aber man die Stats behält? Ja, wir tragen das weiter. Ich will jetzt ungern diese Wolfsmaske tragen. Die ist halt irgendwie voll kacke irgendwie. Also mag ich da Wukongs Gesicht ein bisschen mehr, muss ich sagen. Okay, den haben wir besiegt. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Das ist halt so ein... Ich weiß nicht, halt, du hast es geschafft. Obwohl, ne, klar, die Fähigkeiten waren jetzt schon sehr stark, die ich hatte. Bisschen mehr Leben, auch die Wandlung und so. War auch trotzdem sehr knapp. Aber dass er so stark ist, ne? Das ist schon krass. Ich habe auch schon, nimm mal schon gerade über eine Stunde auf. Aber ich will mehr. Das bockt übelst, das Game. Hätte ich echt nie gedacht, dass es so krass ist, ne? Dann würde ich sagen, Leute, wir haben erstmal genug gesehen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gespielt, du. Dann würde ich sagen, gerne supporten, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, die Folge, den zu besiegen und neue Fähigkeiten kennenzulernen. Dann einfach, ja, liken, kommentieren. Dann ist es gesund und ciao.